ganz wichtig, dass man erstmal einen Satz oder irgendwie was hin, die erste Zeile hinschreibt. Sag mal auch ein Beispiel. Du hast eine Idee? Sag mal irgendwas, was zu heute vielleicht passt. Hausaufgaben waren nicht so schön. Das würde ich nicht gut hingehen. Hol mir ein Glas, mach mich nass, das macht Spaß. Dann geh ich nach Haus, leg mich raus vor mein Haus. Yeah! Herr Fischli hatte einen Becher in der Hand und wollte gerade einen Schluck nehmen. Da stürzte Hugos Mutter auf ihn zu. Sind Sie wahnsinnig? Schicken meinen Sohn zum Betteln, um Ihre Klassenfahrt zu finanzieren? Herr Fischli hat sich so erschrocken, dass er sich von oben bis unten mit heißer Schokolade bekleckert hat. Schließlich haben wir Felix einen breiten Gürtel umgeschnallt, auf den wir Blindenhund geschrieben hatten. Stürzen sich Pfirsiche, sausen die Pflaumen, rauschen die Kirschen, tosen Aprikosen und Renikloden zu Boden. Da hakelt es Haselnuss, ein kleiner Windstoß bloß loslöst sich Stiel von Stamm. Die hängen da schon viel zu lang. Aber vielleicht müsste die Schlange noch was machen. Also vielleicht müsste die jemanden angreifen. Oder einer von euch ist die Schlange. Weil man muss sich dessen klar werden, dass beim Poetry Slam oder Bühnenpoesie zu 50% aus einem Text besteht und zu 50% aus dem performativen Element. Welches Wort suchst du jetzt? Ich würde schreiben, man trifft auf verschiedene Menschen, ohne zu faulenzen, weil im Traum ist immer was los und dass es sich dann halt so weiter reimt. Ja, du schreibst es doch auch. Aber das Gute wäre doch, wenn ihr euch währenddessen schon versöhnt. Ja? Ja? Also du rennst zum Telefon und du wischst weiter so die Tische und ihr vertragt euch so und du siehst das so und denkst so, wow. Was ich damit meine, das kann ich euch sagen. Ich meine damit, dass man keinen Zaun mehr vor seiner Schafsnase hat und gehen kann, wohin man will. Zum Beispiel nach Australien oder in das Paradies der Freibeuter. In die Karibik. Ah, ihr kennt das. Ihr kennt alle den Fluch der Karibik, ne? Ja. Ah, deswegen. Da sind die Freibeuter versteckt, in der Karibik. Da fühlen sie sich wohl. Und das Schaf fragt, und wenn ich frei wäre, warte mal. Wenn ich frei wäre, könnte ich da auch zu dem fetten Grasbüschel da vorne laufen? Ist es nicht verrückt? Wenn man jetzt über das Meer fährt, dann wird es irgendwann immer steiler. Senkrecht! Oh, verkehrt rum! Ah! Alle fallen ins Weltall. Warum nicht, Kinder? Weil die Erde erdt. Genau, wegen der Erdanziehungskraft. Deswegen fällt keiner runter, ne? Untergrund, ja. Liebe. Liebe. Mhm. Mut, ja. Liebe. Nebel. Dass ihr aus denen heraus eine Geschichte entstehen lasst. Jetzt zeige ich euch das Bild und die kleine Szene. Ich sag mal gar nichts dazu. Lasst sie einfach auf euch wirken. Ihr könnt jederzeit hier hingehen, euch die immer wieder angucken. Sehr druckreif. Echt? Ja. Und am besten ist, wenn man auch bei Schriftstellern, deshalb recherchieren die immer, bevor die ein Buch schreiben, dass die wirklich wissen, über was sie schreiben. Trotzdem finde ich die Idee nicht schlecht. Es fraß das Unschuldslamm von Hamm. Es fraß das Beuteltier von Trier. Rede nicht so ein Schwachsinn, Mensch. Nee, Sarah, du bist doof. Nun nimm einen Eimer und verzieh dich. Zieh deine Unterhose an, wenigstens die Unterhose. Sarah, ich warne dich. Eins, zwei, drei Viertel. Sarah, zieh deine Unterhose jetzt an. Du brauchst kein Theater zu machen. Sarah, zieh die Unterhose an, sofort. Irgendwann ist meine Geduld am Ende. Gut, Sarah, dann geh mit Gott am Strand spazieren. Welcher Bär hat eine wunderschöne Handschrift? Ja? Der Schönschreibär, super. Welcher Bär hat vor jedem Bühnenauftritt Schiss? Der Lampenviehbär.
Und zum Schluss, welcher Bär fällt in 1000 Flocken stürmisch vom Himmel im Winter? Der Schneegestühlbär, genau. Also ihr seid sensationell, ihr habt alles rausgekriegt. Super.